glaube, das habe ich noch nirgendwo gesagt. Ich glaube, das werde ich aber noch auf meinem Gaming-Kanal sagen und hier auch noch mal ein Video. Ich bin nämlich auf der Gamescom. Hey Leute, was geht ab bei euch? Und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Heute gibt es ein ganzes Display der Ice Age Serie, der Ice Age 5 Serie Kollision voraus. Ja, dort enthalten sind 36 Tütchen, die wir heute alle öffnen werden. Eine Tüte kostet 70 Cent und wenn ihr auch ein paar Tütchen kaufen wollt oder ein ganzes Display oder das Stickeralbum, dann checkt mal unten die Videobeschreibung aus. Da habe ich euch den Panini Online Shop verlinkt. Da habe ich nämlich die Sticker auch her. Von Panini. Deswegen auch schon mal ein fettes Dankeschön an Panini. Hier habe ich das ganze Display. Ich werde es jetzt öffnen. Hier an der Seite einfach aufreißen und dann sehen wir hier. Tada, die ganzen Tütchen. Display ist leer. 36 Tütchen. Auf geht's. Ich wünsche euch viel Spaß. So. Es gibt ja leider keine flauschigen Sticker wie bei der Pets-Serie. Die feiere ich ja total ab. Auf jeden Fall haben wir hier natürlich gleich Zit, dann Eddie oder wie hieß der andere? Eddie und Crash. Ja, ihr habt es mir nämlich jetzt mal unten in die Kommentare geschrieben, da ich mich mit den einzelnen Ice Age Charakteren nicht so gut auskenne, habe ich mir die Kommentare angeschaut und ihr habt mich quasi verbessert. Und dann haben wir hier noch, ist das Ellie jetzt, die Frau von Manny oder ist das Manfred? Ich glaube, das ist eher Ellie, oder? Das erkennt man an den Haaren da oben. Sticker Nummer 99. Haben wir jetzt hier gleich den anderen Sticker? Ne, das ist dann nicht 115, okay. Die Freundin von Diego. Diego ist meiner Meinung nach ja der coolste Charakter. Hier in Ice Age, dann haben wir hier Crash und Eddie. Dinosaurier, okay. Ein Glitzersticker. Mal gucken, wie viele Glitzersticker wir am Ende haben. Wahrscheinlich 36, weil in jedem Tütchen ein Glitzersticker enthalten ist. Hier haben wir noch Zit, der am Ende hier wegläuft vor einer Explosion oder sowas. Das habe ich nämlich im Unboxing bei Ben Masterful gesehen. Weil er war ja im Kinofilm schon. Von Ice Age 5. Hier machen die beiden wieder. Ich glaube, mit Diego macht Manfred jetzt hier Yoga oder irgendwelche Übungen. Das habe ich nämlich auch bei Ben Masterful erfahren. 133. Zit wieder mal am Start. 131, hä? War das nicht eben 131? Ach, 133. Okay. Weiter geht's. Und dann haben wir hier wieder einen glänzenden Sticker. Scratch mit seiner Nuss. Mit seiner Nuss, mit seiner Nuss, 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 mit seiner Nuss, 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 mit seiner Nuss, 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 Diego, oh yeah. Wer das ist? Keine Ahnung. Weiß ich leider nicht. Hier wieder die beiden. 67, okay. Ich glaube, es gibt auch ungefähr 180 Sticker, 200 Sticker. Weil das Album muss ich mir leider noch besorgen. Weiter geht's. Da haben wir. Da gucken alle Tiere hier, wie die mit einzelnen Namen heißen, kann ich euch nicht sagen. Manfred als Puzzleteil-Sticker 143. Puzzleteil-Sticker gibt es natürlich auch. Und auf den einzelnen Stickertütchen wurde Ice Age raufgedruckt mit verschiedenen Sprachen. Aber wenn ihr das in euren Kiosk seht, ist das nicht so schlimm, weil die Sticker ja eh eingeklebt werden und hinten auf den Stickern stehen auch verschiedene Sprachen drauf, aber das ist ja eigentlich vollkommen egal. Nur als kleiner Hinweis: 112, dann Glitzersticker. Kommt dahin, also wir hatten jetzt drei Tütchen und drei Glitzersticker, dann haben wir hier Dinosaurier und der Zit. Zitinelli, der gesprochen wird von Otto Walkes. Otto Walkes. Walkes. So, nächstes Tütchen, das hatten wir eben schon mal. Also nicht das Tütchen, sondern der Sticker hier. Manfred am Start. Dann die Explosion, die ich meinte. Da ist vorhin Zit weggelaufen.
beziehungsweise Zit hat es erst gar nicht bemerkt. Dann wieder Manfred und Scratch mit seiner Nuss. Und ein paar haben wir noch, Leute. Ein paar Tütchen haben wir noch. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's. So, da haben wir wieder die ganzen Tiere im Kreis 139. Manfred, Ellie. Wer ist da noch bei? Diego, da unten links zu erkennen. Dann wieder Diego und Zit. Den Sticker, den wir eben schon mal hatten, glaube ich, oder so ähnlich. Wo fast alle Charaktere auf einem Bild sind. Genauso wie hier nochmal Diego, Zit. Buck. Der hier in der Mitte quasi, der da. Dann noch Eddie und Crash. Ellie, Manfred, alle wieder drauf. Allesamt, Leute, allesamt. Allesamt, allesamt, da-da-dam-da-dam. So, ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch die Sticker sammelt. Ich werde sie auf jeden Fall voll sammeln, weil es gibt ja gerade mal Pi mal Daumen 200 Sticker. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, steht es auf dem Display drauf? Nein, steht nicht drauf. Auf dem Stickertütchen steht es, glaube ich, auch nicht drauf. Nein. Aber ich glaube, mehr Sticker gibt es nicht. Zwei Glitzersticker. Drei Glitzersticker in einem Tütchen. Ben, wenn du das Video siehst, extra für dich. Ich habe hier drei Powerkarten quasi in einer Tüte, in einem Booster. Deswegen Trommelwirbel bitte. Danke, Reggie. Du weißt, was das war. Das war der 5-26er, Leute. Könnt ihr euch an den 5-26er erinnern? Extra für Ben habe ich ihn jetzt rausgehauen. War zwar nicht das Original, weil das Original kann eh keiner toppen. Scratch, das Original, wo war das? Ich glaube beim ersten Booster Battle. Irgendwann beim ersten Booster Battle. Also im letzten Jahr, 2015 war das irgendwann. Also, an die neuen Abonnenten, die jetzt hier dazugekommen sind. Das war der, so ähnlich war der 5-26er. Hashtag 5-26er. Mhm. Aha und aha. Aha, aha, aha. Weil ich hatte wirklich gedacht, in den Stickertütchen kriegt man nicht mehr als eine Powerkarte oder als einen Powersticker. Aber ich hatte Unrecht. Ich hatte Unrecht. Und hier habe ich jetzt gar keinen Sticker in glänzend. Schweinerei, was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Da haben wir als letztes nochmal einen Dinosaurier drauf und da hinten Manfred. Und Co. Oh, hier glänzt es aber wieder, Leute. Hier glänzt es aber wieder. Und tada, Zit mit seiner Freundin. Wie heißt sie? Das weiß ich leider nicht. Diego. Diego Armando Maradona. Ach nee, das war was anderes. Oh, wieder glänzend. Also Leute, ihr könnt mal tippen, wie viele glänzende Sticker wir am Ende haben. Würde mich mal interessieren. Weil jetzt hatten wir drei Power-Sticker in einem Tütchen. Eben hatten wir keinen glänzenden Sticker. Also noch könnt ihr es rechnen. Ganz einfach rechnen. In jedem Tütchen hatten wir eine Power-Karte, Power-Sticker, wie auch immer. Und hier wieder keinen. Aber dieses Mal haben wir so einen Sticker, Leute. Hier Manfred etwas... hier, so ein Sticker. Manfred hat hier Strom abbekommen oder so, weil ihm stehen die Haare zu Berge. Das ist so ein runder Sticker. Ich hoffe mal, es war zu erkennen. Dann wieder ein Puzzleteil. Manfred, der hier Eishockey spielt oder was? Das wäre geil. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Da ich den Kinofilm, wie gesagt, noch nicht gesehen habe. Ein Sticker, den wir heute noch gar nicht hatten. Seid gespannt, tada, so eine Sticker, auch ein Power-Sticker, solche Runden, ich glaube, da werden alle Charaktere so eingeklebt, weil ich hatte solchen Porträt-Sticker schon mal, ich nenne ihn einfach mal Porträt-Sticker, 146 A und B, sehr geil, tada, die Piraten hier wieder am Stüssel und zuletzt der Sticker mit der Sticker Nummer 84.
Ich zähle mal ganz kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Tütchen. Also wir sind nicht mehr bei der Hälfte angelangt, Leute. Ihr bekommt hier noch ein paar Tütchen. Ein paar Tütchen bekommt ihr hier noch. Und ein paar Sticker bekommt ihr auch noch. Oh, wie ein Glitzer-Sticker. Diego, Buck und Money, Money, Manfred, Puzzleteil. Und Manfred und Ellie. Manfred und Ellie. Tada, jetzt haben wir auch dieses Puzzleteil komplettiert, weil vorhin hatten wir das in der Mitte, eben nochmal das linke und jetzt das rechte Teil mit Diego. Sehr cool. Tada. Glitzer-Sticker kommt nach rechts. Mhm. Da ist relativ wenig zu erkennen. Diego zit Manfred und hier gibt es die Explosion. Bin ich gespannt, wenn ich mir den Kinofilm irgendwann rein ziehe, wegen was da die Explosion gekommen ist. Also bitte nicht spoilern unten in den Kommentaren, weil diese Kommentare werden gelöscht. Ganz einfach. Da muss man knallerhart sein. Scratch. Nochmal scratched, aber dieses Mal nicht als Powerkarte, Powersticker. So. Ich bin auch schon gespannt auf die kommenden Serien, Leute. Wann es wieder losgeht mit FIFA 365 und so weiter. Bin ich gespannt, bin ich gehypt drauf. Da werden es natürlich wieder massiv Unboxings geben hier auf meinem Kanal. Bin ich gespannt, bin ich gehypt, Leute. Und ich bin auch gehypt auf die Bundesliga. Die neue Bundesliga. Man kann ja jetzt einfach mal hier im Ice Age Unboxing ein bisschen Bundesliga-Talk machen. Herrlich. Ja, Bundesliga geht ja los in 3 Wochen. Ich glaube nach der Gamescom. Oder wenn ich auf der Gamescom, ich bin auf der Gamescom, Leute. Falls ihr es noch nicht wisst. Ich glaube, das habe ich noch nirgendwo gesagt. Ich glaube, das werde ich aber noch auf meinem Gaming-Kanal sagen und hier auch nochmal ein Video. Ich bin nämlich auf der Gamescom, werde auch FIFA 17 und so weiter anzocken. Battlefield 1, da bin ich schon richtig gespannt drauf. Ja, werde ich zusammen mit Thilo, mit Ben, dort sein. Es werden auch wieder Vlogs kommen. Oh yeah. Freue ich mich jetzt schon drauf, die Vlogs zu schneiden. Das macht einfach mega mäßig Spaß. Aber wenn ich jetzt hier zu Hause bin, ich weiß nicht, was ich vloggen soll. Ich möchte nicht einfach vor der Kamera sitzen und irgendwas reden. Das möchte ich nicht. Ich möchte irgendwas im Vlog, wenn dann immer irgendwas erleben. Das war ja in Dortmund auch so. Wo ich euch dann mitgenommen habe in die Stadt und so weiter. Ins Kino. Manfred und Ellie als Porträtsticker. Und so weiter und so fort. Aber was? Wo ist? Stimmt. Genau am Gamescom-Wochenende, ich glaube, eine Woche danach, oder ist es am Gamescom-Wochenende, startet die Bundesliga. Leute, da bin ich sowas von gehypt drauf. Auf die Bundesliga, endlich wieder Bundesliga schauen. Barclays Premier League beginnt auch schon in einer Woche oder in 2 Wochen. Kann ich auch ein paar Spiele sehen. Sky regelt, oh yeah. Macht einfach megamäßig Spaß, sich abends hinzusetzen und sich die Fußballspiele reinzuziehen. Endlich! Ich habe ja nicht genug Spiele bei der EM geguckt. Ja, Power Sticker mit Bug. Eishockey wieder mal hier. Tadam. Und Scratchy Nelly. Und ihm springt ein Piranha hinterher oder so. Also am meisten bin ich auf das Hertha-Spiel gespannt, wie sie endlich zurückkommen, weil die Testspiele, die liefen alle gut, muss ich sagen. Die liefen so gut wie alle eigentlich in Ordnung. Ein paar Spiele habe ich gesehen. Klar waren es nicht gegen richtig starke Vereine, eher gegen sehr schwache Vereine. Aber wer mir positiv, sehr positiv aufgefallen ist, ist Vedat Ibisevic. Muss man echt mal sagen. Richtig stark, der Kollege. Oh, 2, 3. Wieder 3 Sticker in einem, 3 Power Sticker in einem. Pff. Ihr wisst, was das war. Ihr wisst, was das war. So. Tadam. 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 Oh, Glitzer, Glitzer. Glitzer rund. Ups. Leute. Ihr könnt mir mal jetzt hier auch beim Ice Age Video unten in die Kommentare schreiben, auf welchen Bundesliga-Club ihr gespannt seid. Ich denke mal, die meisten werden Dortmund schreiben, weil mit Götze, Schöne, Emre Mor, Aubameyang
gucken, ob er wieder so gut ist wie in der im letzten Jahr. Oder hier der neue Verteidiger Guerrero oder wie der Typ heißt. Muss ich ehrlich sagen, dann bin ich auch gespannt auf Dortmund, auf Borussia Dortmund. Ob es dieses Jahr spannend wird oder ob es Bayern wieder macht. Oder ob Hertha auf dem ersten Platz steht. Leute, sagt niemals nie. Sagt niemals nie. So, da haben wir wieder Zit. Manfred. Ein Powersticker, der wieder so rund ist. Mit Ellie ist da drauf. Scratch, der wieder seine Nuss sucht. Und zuletzt Zit. Mit seiner Freundin. Zit mit seiner Freundin. Ungefähr haben wir noch 10 Tütchen, würde ich jetzt mal schätzen. Und wie viele Powergarten haben wir, Leute? Wie viele Powergarten haben wir? Crash und Eddie. Und Eddie, Eddie, Eddie. Da glänzt es. Und da haben wir Sticker Nummer 4. Oh, glänzend. Und nochmal glänzend. Zwei glänzende Sticker in einem. Puzzleteil. Diego mit Zit, wo Zit ihm was zeigt. Crash und Eddie. Weiter geht's. Wieder der Typ hier. Wie der heißt, keine Ahnung, habe ich ja eben schon mal gesagt. Beziehungsweise vorhin hatte ich ihn auch schon zweimal gezogen gehabt. Dann glänzender Sticker. Die sind gar nicht so richtig glänzend zu erkennen, aber die glänzen definitiv. Und hier wieder Crash und Eddie. So rum ist es wahrscheinlich eher. Ja. Tada! Nächstes Tütchen. Oh. Ja, da glänzt was. Ja, da glänzt was. Tada, Scratch, der wieder seine Nuss sucht als Powersticker S3. Vielleicht steht der S für Scratch, ich weiß es nicht. Gucken. Wo haben wir hier noch Scratch drauf? Hier, wieder S. Gucken bei diesem Powersticker. 153, also vielleicht heißt S für Scratch. Kann natürlich sein. Genau weiß ich es nicht. Das gibt's nicht. Den Sticker zum vierten Mal. Mann, oh Mann, oh Mann. Lass mich hier ganz kurz ordnen, Leute. Ja, okay, mache ich am Ende. Mache ich am Ende, weil es gibt ja nur noch 5 Tütchen. 5 Tütchen, und das war dann ein ganzes Display. Ich denke mal, wenn ich meine 2 Auflösungen gemacht habe zu meinen 2 aktuell laufenden Verlosungen, werde ich vielleicht nochmal ein paar Ice Age Sticker verlosen, beziehungsweise Ice Age Sticker-Tütchen. Ich denke mal, das werde ich sogar machen. Ja, auf jeden Fall. Also seid auf jeden Fall gespannt. Hier glänzt es wieder. Zweimal. Nice. Scratch wieder mit einer Nuss und deswegen S4. Hier mit Manfred keine S davor. Kein S davor. 107. Mhm. Puzzleteil. Ich glaube, da hatten wir vorhin die andere Seite. Und dann hier nochmal Diego, Manfred und Zit dabei. Ja, wie soll man sagen? Skispringen. Skispringen. Das ist natürlich nur Spaß. Die liegen da auf dem Eisberg oder so. Aber es sieht so aus, als würden sie Skispringen. Ja, das sieht so ähnlich aus. Das sieht so ähnlich aus. Scratchinelli. S. Nicht S. 46. Was denn da los? Und damit wären wir beim vorletzten Stickertütchen. Leute. Und hier haben wir wieder S. S4, ja klar, den Sticker hatten wir eben schon mal. Denn hier Crash oder Eddie, ich weiß es nicht. Bug. Und Scratch in der Mitte mit ganz vielen Piranhas um ihn herum. Und das ist das letzte Sticker-Tütchen, in dem wir nochmal Scratch und seine Freundin haben als Porträtsticker. Sehr nice. Diego, Crash und Eddie und Zit zuletzt. Das war's, Leute. Das war das ganze Display. Tada! Das ganze Ice Age Display. Und mal gucken, wer von euch recht hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ach, ich zähl nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33? Kann das sein oder habe ich mich jetzt verzählt? Keine Ahnung, aber eigentlich habe ich mich nicht verzählt. 33 glänzende Sticker in 36 Tütchen. Wer von euch hatte recht? Ich weiß es nicht, ich werde es erfahren, wenn das Video online ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, klickt unten kostenlos auf Abonnieren. Haut da rein, tschüssikowski.